Okay. Uah. Maus, hallo. Oh, jetzt können wir hier was machen. Alle Schaltungen sind verbrannt. Oh, jetzt habe ich aus Versehen den Text weggeklickt. Und ich war noch nicht am Computer im Büro. Scheiße, das muss ich jetzt noch machen. Weil wir brauchen bestimmt den Code dafür. Weil wir müssen jetzt wahrscheinlich die Tastatur hier hinpieken. Genau, aber wir kennen ja den Code noch nicht. Aber die Uhr läuft relativ langsam. Das sollten wir schaffen. Der Raum ist ja direkt hier hinter. Ich habe den Code hier, aber sie kennt ihn noch nicht. Deswegen kann sie ihn nicht eingeben. Das hatten wir ja schon mal. Ich hoffe, dass ich im Kontroll... Bla. Ja, kriegst du. Warum brauchen wir jetzt hier ein Passwort für? Wir haben doch vorhin kein Passwort gebraucht. Spiel, verarsch mich nicht. Still life. Ist das jetzt das Passwort oder wie? Ach du Scheiße, warum klappt das jetzt nicht? Na egal, ich versuch's jetzt einfach mal so. Immer noch nichts. Nicht aufgeben! Ja, ich klicke das jetzt alles weg aus Versehen. Das wollte ich gar nicht. Lässt sich unmöglich öffnen. Geht auch so. Okay. Oh. Lieber Himmel. Sieht aus wie eine Bombe. Und nicht gerade eine kleine. Die Tanks sind mit den Symbolen Alpha und Omega markiert. Anfang und Ende. Noch so eine von Hawkers verrückten Ideen. Die Tanks sind mit den Symbolen... Die Batterie versorgt einen Stromkreis, der verhindert, dass die Bombe explodiert. Die Flüssigkeiten in den Tanks dürfen sich nicht mischen, sonst gibt es hier ein Feuerwerk. Dieser Kasten scheint mit dem Countdown verbunden zu sein. Sieht aus wie ein Schalter, der die Stromzufuhr in einem bestimmten Moment unterbrechen soll. Was ist das denn? 24 Milliampere. Mit dieser Stromstärke fließt der Strom durch den Schalter. Wenn ich sie verringere, könnten wir vielleicht fliehen. Okay, ich speichere mal eben. Ich weiß nicht genau, mit 24 fließt der? Und wir müssen den jetzt auf 24 oder unter 24 setzen? 24 Milliampere. Mit dieser Stromstärke fließt der Strom durch den Schalter. Wenn ich sie verringere, könnten wir vielleicht... Okay. Was heißt das jetzt?
Diese Dioden gehören zum Parallelschaltkreis, der den Schalter auslöst. Sie dürfen nicht leuchten. Ich brauche eine Zange, um die Drähte zu durchtrennen. Okay. Oh. Diese Dioden gehören zum Stromkreis, der die Elektromagneten fixiert. Sie dürfen auf keinen Fall rot leuchten. Das war ja schon mal schlecht. Jetzt macht's um. Ja, möchte ich. Ich habe das Prinzip dieses Rätsels noch nicht ganz verstanden. Das Gute ist, wenn man ins Menü geht, hält die Zeit an. Wir müssen also eigentlich einfach nur ins Menü gehen, nachdem wir uns alle Zahlen aufgeschrieben haben. 25, 33, 27, 5, 16, 22, 26, 28. So. Und jetzt gehen wir fix ins Inventar, dann hält die Zeit nämlich an. Also vielleicht hat es ja auch irgendwas zu bedeuten, wie die Zahlen gegenüber sich stehen. Oben, die oberen beiden ergeben 39. Dann 34. 30. 28. 40. 22. 41. 47. Und 55. Nichts davon ergibt 24. Was heißt das überhaupt mit der 24? Wofür ist die gut? Haben wir hier zwei Zahlen, die 24 ergeben, zusammen? Fünf und 19, vielleicht sind es ja die. Ich brauche eine Zange, um die Drähte zu durchtrennen. Ja, Entschuldigung. Okay, wir machen das jetzt nach dem Trial-and-Error-Prinzip. 5 und 19 sind schon mal blöd. Und die 6 ist auch blöd. Das aufregend. Darf ich vielleicht keine unter 24 kaputt machen? Weil jetzt habe ich drei angeklickt, die alle kleiner als 24 waren. Ich klicke jetzt mal die an, die größer sind als 24. Und wie das lädt. Oder auch nicht lädt. Ich brauche eine Zange, um die Drähte zu durchtrennen. Ist ja gut. Ich vergesse das immer. Okay, 25 ist auch böse. 33 ist böse. 7 ist in Ordnung. 20 ist auch böse. Vielleicht müssen wir die 7, die 16 und die 1 nehmen. Dann haben wir 24. Ob das was bringt? Wir testen das jetzt mal. Nachdem wir uns mal wieder den völlig langweiligen und extrem lang andauernden Ladescreen mit einem Frame angesehen haben. Ich hoffe, ihr hört mich wenigstens ordentlich.
und dass die Audioaufnahme meiner Stimme 0 Frames, super, nicht von der Framerate abhängig ist. Ich spiele jetzt seit anderthalb Stunden an dieser Szene rum und es hackt so unglaublich gewaltig. Wisst ihr jetzt, warum einen dieses Spiel so zur Verzweiflung treibt und warum man mittendrin abbricht? Weil es nervt. Wir versuchen das mal. Sieben? Ich brauche eine Zange, um die Drähte ja. zu durchtrennen. 7, 16, 1. Die Bombe! Sie ist nicht explodiert! McPherson, wir haben es geschafft! Ich wollte noch in die anderen drei Dinger gucken. Diese Schränke, Türen, keine Ahnung, die da hinten waren, wo wir Hawker erschossen haben. Juhu, das war das gute Ende. Meine Herren, war das anstrengend. War das anstrengend. Ach, geschafft, ich bin jetzt sehr, sehr erleichtert, zufrieden. Mit mir selbst. Wir lassen jetzt mal den Abspann laufen. Wird Zeit für ein Fazit. Ja, was lässt sich über Still Life 2 sagen? Von der Story her, dem Spannungsbogen und den überraschenden Wendungen her, grandios. Also auch wieder sowas, wo man einen super Film draus machen könnte oder einen guten Roman. Länger als Teil 2, allerdings viel auch mit so, wobei Teil 1 hatte, länger als Teil 2, länger als Teil 1, Teil 1 hatte aber auch Zeitschinderei, deswegen zählt das eigentlich nicht. Also es war schon länger als Still Life 1. Hatte dafür aber jetzt auch keine Puzzlerätsel oder so. So richtig, ne? Ja, überhaupt waren es nicht wirklich immer so... Ja, so die richtig... Dieses Laserrätsel war eines der wenigen Rätsel, die wirklich die bezeichneten Rätsel verdienen. Ne, weil sowas wie... weiß ich nicht, finde das Passwort und so. Ja, das ist nett, aber... Ja. Es gibt viele, die keine Puzzlerätsel und so ein Adventure mögen und die sich beschweren, dass es bei Black Mirror so viele davon gibt. Aber ich mag gerade diese Schiebe-Puzzle-Blabla-Rätsel. Egal ob mit Kugeln oder Planeten oder so, das ist schon sehr, sehr cool. Das hat mir hier so ein bisschen gefehlt. Ja, was noch? Mir fällt übrigens gerade ein, ich war doch schon am Computer, als ich es nochmal versucht hatte und deswegen ging es nicht mehr. Wahrscheinlich hat die Datei sich selbst zerstört oder so, wenn sie einmal geöffnet worden ist. Wer weiß. Ja, also, Grafik war okay. Viele haben gesagt, die Figuren sind so hässlich und die Grafik ist so scheiße. Leute, das Spiel ist 4 Jahre alt. Und ja, es hat nicht so viel für das... Also, wenn man die Zeit bedenkt, zu der es rauskam, hat es nicht so viel rausgeholt, wie es Teil 1 getan hat. Aber um Gottes Willen, es gibt hässlichere Spiele. Na, also, da habe ich Spiele gesehen, die neueren Datums oder gleichen Datums sind und ganz, ganz anders aussehen. Und mein Gott, egal wie scheiße die Grafik ist, das Spiel kann trotzdem super sein. Und egal wie gut die Grafik ist, wenn der Rest scheiße ist, dann bringt es nichts, wenn es hübsch aussieht. Ich spiele lieber ein schönes Spiel, also ein gutes Spiel mit schlechter Grafik, als ein schlechtes Spiel mit guter Grafik. Kann ich nur immer wieder betonen. Ja, die Steuerung war eine Katastrophe. Die Kamera genauso schlimm und das Inventar hat auch furchtbar gesackt.
Ich denke, das Spiel wäre auch deutlich erfolgreicher gewesen, wenn diese Kritikpunkte nicht wären, weil die tauchten natürlich auch in den Reviews immer auf, weil eigentlich ist das Spiel richtig, richtig gut. Gerade weil es unglaublich spannend ist und man sich immer wieder, wenn man sich gerade so eine Theorie zusammengelegt hat, wird die zerstört. Aber dadurch, dass gerade bei den Countdown-Events Steuerung, Kamera und so hakelig sind, ist es einfach nur nervig und macht die ganze Stimmung kaputt. Ne, weil man eigentlich weiß, was man tun muss oder so, aber man kommt dann da irgendwie nicht hin oder man schafft es zeitlich nicht, weil man überall hängen bleibt oder weil die Figur an einer Tür stecken bleibt und dann zu einem Haufen zusammenfällt. Faszinierend. Ja, mal ernsthaft, das ist also ziemlich blöd. Ich finde Teil 1 immer noch besser, weil das einfach in sich stimmiger ist. Auch wenn die Story von diesem hier locker mit dem ersten Teil mithalten kann, wenn nicht sogar ein Ticken besser ist. Vor allen Dingen finde ich es sehr cool, dass wir hier noch diese Rückgriffe auf die Geschichte mit Richard hatten und dass wir erfahren haben, wie es ausgeht. Das ist also so ein Kapitel, das hätte mir eigentlich am Ende vom ersten Teil noch gefehlt, weil dieses offene Ende war ein bisschen doof und es war doof, dass man sich durch dieses Spiel quälen muss, um zu erfahren, wie es ausgeht. Ja, Fazit, ich werde Still Life 2 wahrscheinlich nie wieder spielen. Das Dumme ist, ich habe es als Download-Game gekauft, damals bei Gamesload, und deswegen kann ich es auch leider nicht weiterverkaufen oder so. Shit happens. Ich hätte es niemals gespielt, wenn ich keine Let's Plays machen würde, dann hätte ich es einfach mein Leben lang in der Versenkung verschwinden lassen. Dank eurer Unterstützung und weil ihr so fleißig zuschaut, ja, habe ich es dann halt doch durchgezogen und sogar beide Enden erspielt. Ich bin voll stolz auf mich, dass ich das doch noch gemacht habe, obwohl ich echt davor war, das Handtuch zu schmeißen. Aber ich habe schon einige Spiele beendet, nur weil ich sie als Let's Play mache, weil dann hat man einfach mehr Druck, sie zu Ende zu bringen, wenn man ja Leute hat, die darauf brennen, dass es weitergeht. Außer bei so Spielen wie Cursed Mountain, nach denen niemand fragt. Niemand sagt, hey, wann geht's denn da mal weiter? Warum? Weil das Spiel doof ist. Ja, vielleicht spiele ich das auch mal weiter, aber ja, ich weiß nicht. Irgendwann mal. Vielleicht auch nicht. Ja, interessiert nämlich auch irgendwie keinen, deswegen ist es nicht so schlimm. Ja, was gibt es noch zu sagen? Was wird das nächste Adventure, das ich spiele? Ich bin momentan noch etwas unschlüssig, weil ich da mehrere Projekte habe, die in Frage kommen. Einerseits habe ich hier noch Tales of Monkey Island liegen. Glaube ich. War es Tales of Monkey Island? Monkey Island halt, irgendein Spiel. Ich glaube, es war das und es war nicht die. Nee, doch, es war Tales of, habe ich mir ja geliehen von. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Oh Gott, wie peinlich. Susanna, warst du das? Ich weiß es nicht mehr. Aber wer auch immer es war, möge sich dann auch rechtzeitig bitte melden, damit ich es wieder zurückschicken kann. Alternativ haben wir aber auch noch zur Auswahl Sam & Max, und zwar nicht die Neuauflage, sondern das richtig alte Pixelspiel. Aber schon mit Sprachausgabe, weil ich die CD-Version hier habe. Das ist also auch noch eine Option. Oder sie drehte sich zu ihrem Regal um und ließ ihre Blicke darüber schweifen. Habe ich denn noch irgendein Adventure, wo ich sagen würde, yo, will ich jetzt spielen? Ja, die beiden stehen also auf jeden Fall zur Auswahl. Wenn euch noch was anderes einfällt, ihr könnt mal, das ist auf meinem Kanal unter Über mich stehen, da seht ihr meinen Backloggery-Link, da könnt ihr euch angucken, welche Spiele ich alle besitze. Und da könnt ihr mal gucken, ob euch davon eins interessiert. Aber falls euch Tales of Monkey Island oder Sam & Max interessieren, ach, beides LucasArts Games, dann könnt ihr das einfach posten und ich spiele das, was mehr Stimmen hat. Gucken wir einfach mal. Und ja, bla, jetzt habe ich aber genug gelabert und auch mich genug durch dieses Spiel gequält. Ich bin froh, dass ich es jetzt wieder deinstallieren kann. Ich hoffe aber, ihr hattet Spaß dabei, habt euch gegruselt, habt mitgefiebert und ganz viele Theorien aufgestellt und vor allen Dingen eine Menge Spaß dabei gehabt. Ich hatte es bis zum Schluss eigentlich schon. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.